Was brauchst du? Außer ein wenig Sonne. Sendige dein aufbrausendes Wesen, Jägerin. Ich bitte um einen einfachen Gefallen. Du sollst lediglich den Totenstein vor dir aufheben. Aufheben? Einen Totenstein? Der Stein ist solch eitlem Wortspiel weit überlegen. Er hat viele Kräfte. Er ermöglicht es mir, die Energie bestimmter Kristalle auf ihre Träger zu übertragen. Sammelt diese Kristalle und bringt sie zu mir. Dann verleihe ich euch Macht, die eure wildesten Träume übersteigt. Wo finden wir diese Kristalle? Sie sind überall auf der Welt verstreut. Ihre Fähigkeiten wurden von fast allen vergessen. Also, heb ihn auf. Aber das ist ein Totenstein neben einem Toten. Du musst mir vertrauen. Die Zeit verrinnt und ich brauche eure Hilfe. Ich bin an den Totenstein gebunden. Ein Artefakt, das zwischen den Lebenden und den... Elara, nein! Was war das? Das warst du, weil du nicht auf mich gehört hast. Er weiß es. Er weiß, dass ihr jetzt mit dem Stein verbunden seid. Er kommt. Na dann, lauf, Forest, lauf. Dr. Skeletto. Guten Tag. Ottfried, komm. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Danke. So, Fötzchen eng, rüber mit dir. Und auf geht's. Jabadabadu. Gut, mit dem Treffen, da hapert es noch ein bisschen bei mir. Aber das kriegen wir schon hin mit der Zeit. Hoffe ich zumindest einmal. Regenerationsfläschchen. Alles klar. Ah ja, sonst noch wünsche ich jeder Schuss ein Treffer, sagen wir, was haben wir leicht. Mein Fläschchen ist hier. Kannst dich am Arsch lecken, Ottfried. Ich lass dich krepieren. Partner in Not, das Hüschen tot. Na, du findest... Oh ne, oh, scheiße, ich brauch Ottfried. Ansonsten wird die Mission beendet. Gut, Ottfried, hast du Luck gehabt. Ich werde dich das nächste Mal retten. So, kurze Sprintanlage. Zack, die Wups, die Wups, die Wups. Okay, vielleicht hattest du recht. Ich hatte auch in den Höhlen recht. So, Dr. Skeletto. Dann räumen wir gleich wieder mal weg. Cover me, cover you. Natürlich. Wirst du schon denn sonst, Ottfried? Deine doch nicht. Ist er nicht dein Traum gewesen? Oder ist dein Traum? Na komm. Jawohl. So, mal schauen. Überlebt es jetzt? Oder legt er sich wieder auf die Pfeife? So, das wissen wir schon mit dem Regenerationsfläschchen. Sollen wir die Kacke wegschieben? Komm, zeig mir deine Muckis. Jawohl. Die Biste. Jeder Schuss ein Treffer. Ja. Oh, E drücken. Okay, alles klar. Heile mich!
schnell! Also gut, alles schön. Na komm. Ihr habt euch soweit gut geschlagen. Ich danke dir. Doch das waren noch die geringsten Mächte, die euch hindern wollen, den Stein mitzunehmen. Seid versichert, ihr besitzt nicht die Stärke, gegen die Mächtigeren zu bestehen. Flieht, wenn ihr könnt, und trefft mich außerhalb von Greifeld. Ah, naja, gut. Dann wollen wir mal fliegen. Cool und funny. Komm, ich halte mal mein Dingens hier rein. Jawohl, so. Brenn. Achso, nee, ich muss auf die Dingens hier schießen, auf die andere Kulmpfanne. Jawohl. Was für ein Rätsel. Wow. Oh, Charakterwechsel. Sehr schön. Ich gehe vor, jetzt spiele ich Hulk. Ich halte den Rücken frei. Rohe Gewalt. Leertaste, komm. Oh, Gott sei Dank. Junge. Die Hose ist voll. Fährt den Engen, komm mal ausräumen hier bitte. Jawohl. Der Kampfschrei des Kriegers. Einen wunderschönen Kristall gesammelt. Na, da ist ja noch einer. Her damit. Ist jetzt meins. Gut, dann schaut man mal einen Hinweis frei. Wo bleibt der Hinweis? Ich war der stolze Vater eines kräftigen. Ah, jetzt. Ich gab ihm eine mächtige Axt, die eine Eiche mit einem Schlag zu fällen vermochte. Doch je älter er wurde, desto grausamer, wilder wurde er. Er nahm sich, was er wollte, tötete zum Spaß. Er wurde ein Monster. Ich stellte ihn auf einer nahen, verzauberten Insel, die nur erreicht, wer die Flamme der Wut entzündet hat. Dort erschlug ich ihn, meinen Sohn. Seine Leiche liegt noch dort, die Axt in der Hand. Mögen die Götter mir verzeihen. Gut, Ziel löse das Rätsel, ja gut. Alles klar. So, ist das die Insel, von wo er sprach? Mit seinen Worten in Rätseln für mich. Wutbonus. Trinke Linksshift und ich werde dann. Aha. Alles klar. Noch mehr Skelette? Wissen diese armen Seelchen nicht, dass sie tot sind? Schätze, wir sollten sie daran erinnern. Skelett, du bist jetzt tot. Ne, er hört dich doch nicht. Komm, dann. So, aber und? Ja, jetzt. Selber schuld. Na komm, Pfützchen, Ding. Mach doch auch mal was. Kann man hier alles alleine machen. Meine Fresse, ey. Ah. Hauptsache 300 Jahre alt sein und geil ausschauen. Zick, zock. Das war's mit dir, Kollege. Ein Waffenständer. Pfützchen, nimm mal, komm her. Ich brauche jetzt einen Ständer. Für den Waffenständer. So, was haben wir hier Schönes ausgerüstet? Beute. Die Beute ist besser. Na, zwar nicht um die Welt, aber besser. Ja, nehmen wir doch. So, wie nehme ich das jetzt? Gut, alles klar. So, bin ich jetzt auch. Ja, bin ausgerüstet. Weiter geht's. Jetzt wird's feucht fröhlich. Matsch. Ich sehe hier keine Waffen. Schätze, der Würmerfraß wollte sich einen Scherz erlauben. Aber der Geist eines Toten würde kaum hier verweilen, nur...